Ahoi, ihr leichten Matrosen, und hier ist wieder euer Crash for the Fake 89. Zurück bei Let's Play One Piece World Seeker. Ja. Und diese Scheine an einen Marinesoldat? Der hat für uns eine Herausforderungsquest. Wow, bist du nicht? Nein, halt. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich muss was wegen diesen alten Pazifister tun. Also sei brav und bleib schon hier. Ich nehme dich später fest. Ich kann nicht zulassen, dass du mir den Pazifister zerstörst. Kampftest? Mit den alten Pazifister? Wo ist es denn da? Wo muss ich denn dafür hin? Hä? Wo ist denn der alte Pazifista? Das nächste Gebiet betreten? Geht denn das... Warte mal. Führt das jetzt in den Kanal runter oder wo komme ich da jetzt wieder raus? Alter, hier war ich ja noch gar nicht. Das ist ein Minenschacht unter Stahlstadt? Wie kommt es, dass ich hier noch nie gewesen bin? Und selbstverständlich, da lauern Haufen Piraten und Pazifisten auch noch? Die helfen den Piraten? Sind die nicht eigentlich für die Marine gedacht? Fehler im Kommunikationssystem. Normalisierung eingege. Kampftest starten. Bewegung zu Punkt Pirat. Soll der Kampf beginnen? Klar. Bestätigt Bewegung zu Punkt. Na schön, dann mal los, ey. Ach du Scheiße. Aua, 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 ja, da geht's ab hier. Na schön. Aua. Okay, schön ausgeschalten hier. So viele Piraten wie nur möglich, vor allem diesen Piratenanführer will ich hier jetzt erledigen. Dann gehe ich gleich aufs, Oh, warte, wie geht das nochmal? Ah ja. Nach unten drücken. Nein, nach oben. Schnell. Gear 4! Mann, hätte nicht gedacht, dass das hier auch noch unten wäre. So, damit gehe ich besser ab. So, der Macho Champion ist down. Mutter, da falle ich ins Wasser? Oh Mann, ey. Wo sind denn noch welche? Da oben sind ja die ganzen restlichen. Na komm, hoch da. Ach, shit. So. Jetzt lass ich sich schnell erholen. Was? Das hat sich ganz schön geleckt hier. Alter! Ach, die kämpfen sogar gegen die Pazifisten? Boah, der hält was aus. Aua. Der hilft mir also, oder was? Mehr oder weniger, der ist immer noch... Scheiße. Wie viel muss ich denn besiegen, um das zu schaffen? Fehlgeschlagen. Hä? Wie viel muss ich denn da besiegen? Abendet Wertung. NV. Was heißt NV bitte? Hä? Ja, wie, was? Hä?
Wie viele musste ich denn besiegen? Also schnell besiegen oder was? Also alle besiegen oder wie oder was? Na toll. Shit. Lieber weg da, bevor sie mich jetzt noch sehen. Okay, ich warte noch, bis dass ich wieder alle volle HP habe. Und jetzt... Muss ich alle Piraten besiegen? Anscheinend. Eine ganz große Klasse. Als ob das nicht bei der Thermal... bei der Therme schon genug gewesen wäre. So, hier bekommt ihr einen aufs Maul. Und jetzt hier... Elefanten-Gatling. Schwede. Alte Pazifister. Geht mir viel zu sehr ab. Aber die Bazooka geht ab hier. Und jetzt nochmal. Wenn die nächsten kommen. Hier, Elefanten-Gatling. Feste Droh hier. Muss ich sie wirklich alle bezwingen? Komm jetzt, misch dich nicht ein, unnötig. Abwehrmeister. Ja, weil ich so oft perfekte Abwehr gemacht habe. Wir müssen noch besiegt werden, ey. Die kommen ja immer wieder welche hinterher. Muss ich die alte Pazifiste auch vorher erledigen? Weil die... Komischerweise kann ich die auch noch mit bekämpfen. Es werden einfach immer mehr. Es hört nicht auf. Wird die Pazifiste auch besiegen vorher? Erfüllt! Okay, ja, ich muss eine bestimmte Anzahl bezwingen. Alles klar. Alles klar. Gewertet, Wertung B. Okay, passt. Mehr will ich nicht. Hauptsache, ich habe es auf Bronze mindestens geschafft. Aber, wow. Die Mine will ich noch ein bisschen mehr erkunden. Wusste ich nicht, dass das auch noch gibt, ey. So, der Gewehrschützen-Champion geht down. Haben wir denn hier noch welche? Hier. Wo führt das bloß hin? 5 zu einer goldenen Schatztruhe. Aber ey, dass das... Ist noch einer. What the... Die sind lauter Gewehrschützen-Champs, oder was? Also jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht runtergeballert werde. Ach, das ist ein Hämmerer. Auch das noch. Ja, kommst du her? Oder soll ich zu dir kommen? Lass den Hammer stecken. Ich hoffe nur, die sind nicht auch so OP wie diese... Nein, die sind nicht so OP wie diese verflixten, Rettich-Rüben-Piraten oder wie sie auch hießen. Weil die haben mich ganz schön fertig gemacht. Alter, was zum... Der hat auch noch einen Superpanzer gehabt. Ja. Immer nur den Rücken zu, du Depp. Giga-Champion. Und jetzt kommt der Pazifist oder was? Spricht man es wirklich so aus?
Ja, inklusive eines CP-Agenten. Agentenmeister. Ach ja? Nicht mehr lange. Ey! So, jetzt war. Und du? Wie war das nochmal? Okay. Dann ja, so. Hätte es auch was gebracht, wenn ich diesen alten Pazifist erledigt hätte? Weil ich meine, die Piraten haben ja gegen ihn auch gekämpft, praktisch. Alter. So, und tschüss. Das wär's. Echt krass. Hier ein Kanal unter der Stadt, also. Hätte ich echt nicht erwartet. Ah, da ist ein seltenes Item. Geh mal her damit. Abo-Metall, okay. Wie komme ich an diese Goldtruhe ran? Wo ist denn die? Da? Da! Sehr schön! Hui! Habe ich ja einiges an seltenen Gegenständen bekommen. Nice one! Okay, dann glaube ich, habe ich ja jetzt nichts mehr länger zu suchen. Aber hey, immerhin was Neues. Ob das vielleicht auch eine Nebenquest triggert? Werden wir dann sehen, wenn ich erstmals hier rauskomme. Hä? Wo ist denn der Ausgang hier? Bin ich vollkommen vertan oder was? Da. Ja, platsch. Zum Glück heißt das nicht gleich Game Over, wenn man ins Wasser plumpst. Ist nicht, zum Glück nicht vergleichbar mit normalen Plattform-Spielen. Also Jump'n'Runs oder so. Das war Platforming, aber zum Glück nicht so, wie man es von normalen Jump'n'Runs kennt. Ja gut, muss ich mal gucken. Was fehlt eigentlich noch? In Stahlstadt gibt es, glaube ich, noch eine weitere Herausforderungsquest. Und das machen wir dann auch noch, bevor wir uns dann der nächsten Nebenquest widmen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, tatsächlich, also mindestens eines noch übrig. Und ja, ich weiß, wir müssen auch noch das Mädchen vorher finden. Kommt auch noch dazu. Da ist dann auch noch eine weitere Herausforderung. Und, dann natürlich auch noch der Boss Rush. Der kommt auch noch hinzu. So, komm ich da hoch? Weil ich habe da nämlich eine weitere Goldschatztruhe gesehen und die will ich mir nicht entgehen lassen. Auf die ist da oben. What the? Nein! Oh! Okay! Ich dachte, der wäre auf den Dächern, aber nein! Den gibt es tatsächlich hier! Ja, moin! So kann man es auch machen! Hey, am Ende ist die eine Goldschatzruhe auch unten und nicht oben. Wie ich zuerst noch vermuten würde. Sieht auch so aus, als könnte man hier was verstecken.
auch noch so hoch komme. Müsste ich erstmal hier. So. Jetzt da. Ich bin mal auf die andere Seite und vielleicht finde ich dort auch was Feines. Nee, diesmal ist es. Oh, ist der Schatz da tatsächlich. Ah, hier muss er sein. Tatsächlich. Gib mal her. Okay. Ein Muschelset. So, aber jetzt. Wir gehen uns zur letzten Herausforderungsquest. Als Tempo. Ach, come on. Gib doch Ruhe. So, da sind wir. Wo muss ich rein? Hm? Wo? Ja, aber wo bitte ist jetzt hier die... Ah! Ich wusste es doch auf einer Balkone, und zwar bei dem hier. Nein! Verpeilt da oben. Hallo? Hast du ein Mädchen namens Ares gesehen? Sie ist für eine Weile spielen gegangen, aber noch nicht wieder da, sondern drüben steckt sie nur. Noch ein Mädchen finden? Spielwelt, hä? Huh? Oder ist es Spiegelwelt? Nee, Spiegelwelt, dann habe ich mich vertan. Okay, einmal wird's angezeigt, wo sie steckt. Immerhin noch mitten in der Stadt, aber wo jetzt hier genau? Da! Hallo, Iris? Hey, nicht so laut! Schau mal in den Spiegel zu deinen Füßen. Siehst du den großen alten Miesepisse? Deinen Schwarz? Das muss der Wächter der Spiegelwelt sein. Wenn er weg ist, kann ich mich überall umsehen. Komm schon, du siehst ganz schön stark aus. Kannst du den gemeinen Kerl nicht für mich besiegen? Meine Mama wird total sauer, wenn ich so spät nach Hause komme. Also könntest du da vielleicht das Land damit warten? Ich probiere es. Oh, danke. Ja, da wird's ganz toll anfeuern. Ja, Spiegelwelt, was? Ein Bossgegner oder was? Da bin ich mal gespannt. Katakuri? Du bist ja ganz schön selbstbewusst, die Formalitäten zu überspringen, Stroh, Ruffy. Och! Der Typ! Den habe ich doch auch mal in der Big Mom, bei einem Ausschnitt von der Big Mom Saga gesehen. Es ist tatsächlich der! Ich glaube, da habe ich auch zum ersten Mal die Snake-Mann-Form gesehen, wo in der Form gegen gekämpft hat. Ach du Scheiße. Katakuri, lang nicht gesehen. Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich. Ich weiß, du wirst unbedingt gegen mich kämpfen. Na gut. Ich freue mich schon. Mal sehen, wie stark du geworden bist. Ich hoffe, der ist nicht zu heftig. Oh Gott. Okay. Der steckt das ganz gut weg hier. Aua. Aber macht nicht so viel Damage, also das ist schon mal gut. Nein. Vergiss es. Oh, das hat Damage gemacht. Wo ist er? Wo bist du? Da. Nein, lass gut sein. Erwischt. Aber der bewegt sich oft. Aber der macht nicht viel Damage. Mann. Ich muss das Königshacke gegen ihn einsetzen.
Dann bin ich mal gespannt. Wo ist er? Ich muss ihn zum Stillstehen bringen. Was zum... Ey! Aua! Da hätte ich drüber springen müssen. So, jetzt aber Königshaki! Und ausschalten! Ah, das ist dasselbe, was ich zum Beispiel auch gegen Tashigi einsetzen würde. Haben ihn so gut wie. Ich bin schneller. Was zum... Okay, ich verstehe. Da reicht dann sonst nicht mehr aus. Aua. Aber sonst waren die Angriffe immer erfolgreich. Wo ist er? Ach du Scheiße. Ich wünschte, ich könnte ihn irgendwie markieren, sodass die Kamera immer auf ihn... Ach. Verdammt nochmal. Okay. Alter. Ich glaube, in Rüstungshaki bin ich besser dran. Warum hast du nicht? Was? Ey! Jetzt aber! Okay, und dann noch das Königshaki noch ein weiteres Mal, wenn er wiederkommt. Komm her! Und dann war es das mit ihm. Nein, komm schon! Erwischt! Und das war's! Down! 4 Sterne, ja, geht. Besser als ich erwartet hatte. Du hast getan, was du ihr wolltest, jetzt wirst du besser gehen. Nice one! Haben wir den Typen jetzt auch finden können? Krass. Das hätte ich jetzt nicht im Traum erwartet. Okay, das geht natürlich auch schneller, ihn zu bekämpfen, aber... Ja. Dazu muss ich erstmal sein Angriffsschema ein bisschen besser... blicken. Aber gut. Es hat gepasst. Hätte echt nicht gedacht, dass so ein... dass ausgerechnet der Typ ja auch noch auftritt. Aber ich beschwere mich nicht, das finde ich gut. So, das Einzige, was jetzt noch zu tun ist, ist der Boss Rush und dieses eine Mädchen finden. Und dann hätten wir alle Herausforderungsquests auch durch. Aber... Dann noch. Es gibt noch Karma-Missionen. Dann machen wir schnell weiter mit Meisterstück. Weil, wenn wir schon in Stahlstadt sind, sollten wir die Situation auch gleich nutzen. Und dann noch zur Kirche gehen. Und das machen wir noch für den Abschluss dieses Parts, weil. Ich muss ihn jetzt etwas kürzer halten, damit er noch rechtzeitig heute rauskommt, weil den nehme ich mir heute noch auf. Ja, ich hänge jetzt ein bisschen hinterher. Ich hatte in den letzten Tagen jetzt eine Aufnahmepause. Ja. Ah, natürlich Kisero. Ich hatte mich schon gefragt, ob das heißt, Strohdruffy. Jedes Mal, wenn du irgendwie Ärger machst, ziehen sich die Augenbrauen von Isaac noch weiter zusammen. Hätte nie gedacht, den Tag zu erleben, an dem die eiserne Maske dir sein Gesicht nennt, zerbröckelt. Und das auch noch wegen eines Piraten. Wirklich zu köstlich. Das war ziemlich unterhaltsam und dafür muss ich dir wohl danken. Ich werde das in Erinnerung behalten, obwohl ich dich natürlich trotzdem festnehmen werde. Ja, das war klar. Der muss auch nur seine Pflicht als Marine, Admiral erfüllen. Aber gut, ja, zur Kirche muss ich noch. Hat es sonst noch irgendwelche Nebenquests getriggert, wie ich sehen darf? Leider nicht. Ich dachte mir, okay,
Da kriege ich vielleicht weitere Nebenquests obendrauf. Nee. Gut, dann zur Kirche von Saphirstadt, um nochmal mit Sabo sprechen zu können. Aber warum das einen Schwierigkeitsgrad hat, wundert mich, weil, come on, da kriegt man doch nichts dafür. Man spricht einfach nur mit der Person. Aber gut, es gab auch eine ähnliche Nebenquest, wo man sogar noch Belohnung dafür bekommt, wo man noch ein letztes Mal mit Sean gesprochen hat. Ja, das war schon irgendwie merkwürdig, aber auch gleichzeitig gut, weil da spart man sich einiges an Ärger. Ich weiß nicht, das hebt immer noch gemischte Gefühle hervor. So, dann mal zurück zur Kirche, da ist sie. Wo die Stadt jetzt noch friedlich ist, bevor sie von Piraten oder Robotern überfallen wurde. Wenn man in der Story vorankommt, da. Achso, Law, nein. Ich dachte schon Sabo, nein, Law. Das ist wieder so typisch. Habe ich nicht gesagt, dass du dich unauffällig verhalten sollst? Überall auf der Insel höre ich deinen Namen. Was in der Welt hast du da dabei gedacht? Andererseits hast du wahrscheinlich gar nicht gedacht. Du gehörst eher zu denen, die zuerst handeln und dann denken. Aber du solltest berücksichtigen, dass andere dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Keine Sorge, das tut er schon. So, gibt's da noch eine... Nein? Das war's! Spiegelwelt. Das war was. Ja, okay! Dann werden wir im nächsten Part uns dann den Nebenquests widmen. Da gibt's einiges. In der Nähe von Saphirstadt gibt's eine. Gut. Aber diese widmen wir uns dann ab dem nächsten Part. Und wem mehr gilt, wenn es gefallen wusste, diese Bestätigung des Thumbs up und Kommentar und vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush oder wir geht hinein. Bis nächsten Part von Let's Play One Piece World Seeker. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.